Jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg. Hier sind wir zwar noch im Fahrwerk, finden hier aber noch immerhin Benzinkanister. So, und dann werden wir jetzt gleich mal... Oh, ich freue mich gerade über jedes Klebeband. Sogar eine fucking Kaffeemaschine kann ich mitnehmen. Wir werden jetzt gleich mit dem netten Herren da ein wenig auf Touren gehen. Auf Tour gehen. Und ich hoffe, dass wir so viel Munition wie irgendwie möglich gefunden haben jetzt. Alter, da liegt ja noch ein Klebeband. Nice. So, wir haben jetzt hier nicht viel Munition gefunden. Das geht. Hier auch eher so. Na, und das ist aber schon mal, hat sich ganz gut aufgeladen. So, Wauze, dann gehen wir mal. Hier draußen. Wo ist er denn? Ist er schon vor? Nee, da ist er. Also ich bin da und du? Paladin Dance. Komm mal in die Gänge, wir haben es eilig. Ja, ich bin doch schon da. Mir nach. Ja, dann geh doch mal durch die Gasse. Ich hab da überhaupt gar kein Problem. Du, ich bleib einfach hinter dem, der wird eh alles auseinanderreißen. Ich habe bei Skyrim die Story nie zu Ende gespielt, das ist korrekt, ja. Liegt am besten nicht weit von hier. Wenn wir dieser Straße folgen, können wir den größeren Ghoul-Gruppen aus dem Weg gehen, die sich in Cambridge rumtreiben. Ja, ja, ich sag ja, der Kleber ist wichtig, weil du brauchst du für jede Modifikation. Den Sender funktionstüchtig zu bekommen, hat oberste Priorität. Wenn es nach mir ginge, hätte ich mein Team schon längst verlegt. Der Gelehrte Halen hat beunruhigende Energiewerte in der Gegend gemessen, denen wir nachgehen müssen. Wir wissen nicht viel darüber, nur dass sie lediglich für kurze Zeit auftreten und eine Frequenz verwenden, für die fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. Ja, dann tun wir das. Oder da kenne ich nichts. Das ist voll okay. Ich laufe auch mal ein bisschen vor. Für den Fall, dass wir hier irgendwas finden. Ich meine, ist ja nicht langsam. Warum war mir das... Achso. Oh! Was? Heilige! Was ist denn hier? Sieht das aus, als könnte man hier Party machen? Aber ja, aber Kallis! Heilige! Heilige! Was ist denn da hinten vor allem los, ey? Mein Gott! Nachts um 12 jetzt, da kriegt man ja einen Herzinfarkt! Oh. Robert Rutzen! Einfach nur, damit sich deine Mühe lohnt. PS, schicker Bart. Wow, das ist wahnsinnig nett, mein Lieber. Dankeschön. Ich finde ihn auch ganz toll. Danke. Oh Gott, meine Mühen sind aber euch auf... ist es mir immer wert, wenn ich für euch da sein darf. Und wow, mega fetten Dank für deine Unterstützung. Mega der Hammer. Danke, 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 danke. Ich habe mich zwar trotzdem halb zu tun erschrocken und habe meinen Mauszeiger sonst wohin geschossen, aber gut. Porta Diner, was ist das denn? Oh, da gibt's Kuchen! Nein! Ich krieg keinen Kuchen! Was wird das da drüben eigentlich? You spin me right round. What the fuck is going on? Okay. The fuck. Oh, da kommt was raus, da kommt was raus. Nicht? Hier kommt irgendwo was raus. Nicht? Da kommt was raus. Was? Nirgends? Irgendeiner rastet hier. Kannst du mal aufhören mit... mit Knochen zu spielen? Ach, du bist ja ein Hund. Ah, never mind. Hier ist irgendwie erstaunlich wenig. Und meinen Kuchen kriege ich auch nicht. Ist das ein Glücksspiel oder kriege ich den Kuchen auf gar keinen Fall? Ne, den Kuchen kriege ich auf gar keinen Fall. Okay, alles klar. Gut, schade. Schade, schade, schade. Ja, gut. Hätte dem Rotbart jetzt gerne einen Kuchen gegeben, aber das Spiel hat leider nein gesagt. Oh, hier gibt es auf jeden Fall noch eine schöne Sache, eine Sprengstoffkiste. Was haben wir hier unten noch? Ich habe da hinten im Übrigen schon eine ganz schöne Familie an Gegnern gesehen. Knallt er schon, oder? Oh, hier sind mehrere. Oh, da wird irgendeiner angegriffen. Oh, das sind Raider. Wir haben vielleicht ein Problem. Okay.
Den hat's wohl schon währenddessen erwischt. Mir wird die Munition irgendwann ausgehen, sagst du. Boah, mit meiner coolen Brille. Boom! Nimm das. Jawohl, der Bautzi. Der Bautzi, der regelt das. Ach komm. So. Metallrüstung? Oha, geht's jetzt los? Der hat ja schon Metallrüstung, was so viel bedeutet wie... das verbessert uns ja. Nice. Und ein Stimpack. Ach, ich könnte ja, wollte gerade sagen, wir waren auch schon lange nicht mehr pennen. Huch, nee, sorry. Wollte dich nicht unterbrechen. Zweite Mission verlief nicht ganz so gut. Kurz nachdem das Team angekommen war, ist der Kontakt ab und wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört. Was mein Team angeht, wir haben schon 4 Männer an dieses verfluchte Ödland verloren. Seit unserer Ankunft werden wir laufend attackiert. Aber trotz dieser Rückschläge denke ich nicht daran aufzugeben, als verschollen gemeldet zu werden. Sollte was sagen? Das ist eine gute Einstellung. Einfach nicht aufgeben, Mann. Ja, das Spiel war ganz früher quasi so aus der leichten schrägen Vogelperspektive. Ja, das war aber dann... Das ist schon sehr lange her. Sehr lange. Sehen wir eigentlich das Metallteil, das wir jetzt ausgerüstet haben? Ja, man sieht das tatsächlich. Also, dass man es sieht, war mir klar, aber ob man es wirklich gut erkennen kann. Er sagte doch nicht weit von der Station. Wir laufen jetzt aber doch schon eine ganz schöne Weile, ne? Ich hab was gehört. An mir kommt keiner vorbei. Oh Gott, was? Alles im vollen Bereich. Ach gut, der regelt das. Man muss mir ja keine Sorgen machen. Blähfliegenfleisch, wir wissen es, ist Gegenstrahlung. Das wollte ich gerade tatsächlich nicht tun. Ich wollte mir eigentlich die Blähfliegendrüse holen. Oh, was soll's. Das ist auch nicht weiter tragisch jetzt. Oh Gott. Sagen wir ausgeschaltet. Okay. Das waren ja ein paar Wauzis. Aber leider ein paar eklige Wauzis. Lieber Me, das habe ich schon etliche Male erwähnt. Tunax Underground Pro interessiert mich so gar nicht. Weil, ne, solange es nicht möglich ist, so wie zu den alten Zeiten, da richtige Missionen sich einfallen zu lassen, ist es unrelevant für mich. Draußen sollten keine Sicherheitssysteme sein. Wir können also durch den Haupteingang rein. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal bombastisch aus. Machen wir so. Aber erstmal schon mal hier rein. Na, nichts zum Hacken. Oh, buh. Ein bisschen Kreide noch mitnehmen. Und noch mehr knusprige Eichhörnchen. Da kennen wir nichts. So, wir gehen durch den Haupteingang. Habe ich da drüben nicht gerade was gesehen? Nee, ne? Das sah nur so aus. Okay, cool. Ja, dann. Du, wenn wir einfach rein spazieren können, dann spazieren wir da einfach rein. Was soll der Geiz? So. Ja, gut. Leider sind die Ladezeiten echt heftig, aber egal. Naja, es geht. Das ging jetzt noch, aber es ist ja auch nur ein Gebäude, das geladen wird, wa? Hallo, Wauzi. Ist der andere auch da? Nö, hat er kein Interesse. Zahnrad! Siehst du was? Hörst du was? Folge Paladin. Ach so, da ist er ja. Es waren Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet. Und dieser Synchronsprecher kommt mir auch so scheiße bekannt vor. Ist er nicht auch ein recht bekannter Synchronsprecher?
Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Da war wohl jemand schon, wa? Paladin Dance? Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon... Ja, ist ja gut. Hallo? Ein Spüllappen, den brauchen wir ganz dringend. Weil, ne? Und einen Mop nehmen wir auch mal mit. So ein Spüllappen kann man immer gebrauchen. Mich würde nicht wundern, wenn hier doch noch irgendwie was ist. Fox Kriegsgeld. Damit wir irgendwas machen können. Seife? Damit wir irgendwann vielleicht doch mal wieder sauber werden. So, hier ist nix. Ordner. Jetzt mal ganz kurz, kann ich den Ordner theoretisch öffnen? Ist der unter Schrott? Nee, das ist immer diverses, ne? Aha, untersuchen. Aha. Ach so, ich kann die Dinger richtig angucken. Ah, das wusste ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Aber lesen kann ich es nicht. Dementsprechend... Oh, wir sind fast wieder voll. Leg ich es ab. Aber ich sehe auch gerade, wir haben ein Level abbekommen. Ach so. Das ist ja gar nicht so blöd. Die Frage ist, was machen wir denn da? Nee, das mit den alleine ist nee, maximale Gesundheit. Schadensresistenz, glaube ich, kann... auch gar nicht so verkehrt sein. Bestimmt die Waffenpräzisation, aber das ist eigentlich auch gut, ne? Ich glaube, ich werde das erstmal skillen, weil das nutze ich ja dann doch auch ganz gerne. Wir werden hier noch eine Menge hier leveln, also von dem her ist das jetzt erstmal vom Skillen her nicht ganz so tragisch. Ich glaube, wir kommen hier schon ganz gut zurecht. Hier kommst du ja voll durcheinander, ey. Silbergabel. Ah, was haben wir denn hier? Finden wir hier irgendwas Interessantes raus? Passwortsicherheit. Dies ist die jährliche Erinnerung daran, dass alle Passwörter für die Terminals und Zentralrechner monatlich geändert werden müssen. Sollte dies nicht geschehen, kann das zur automatischen Passwortänderung, zur Aufhängung von... Bitte tragen Sie das bei. Kann ich das einfach machen hier so? Oh! Wir haben ein Laborpasswort. Laut Protokoll ist Ihr Terminalpasswort 3 Monate lang nicht geändert worden. Aus Sicherheitsgründen wird Ihr Passwort jetzt zurückgesetzt. Das neue Passwort lautet 9YB3N. Ich habe keine scheiß Ahnung, ob ich das jemals brauche. Aber soll ich euch was sagen? Ich schreib's auf. Einfach nur aus dem Grund, dass es ein Bethesda-Spiel ist und ich das eventuell noch gebrauchen könnte. So. Wer weiß? Das Aufschreiben bringt mich jetzt auch nicht um. So, Hauptsache ich gucke jetzt hier weiter und der gute Paladin gammelt da hinten noch rum. Aber warum nicht? Warum bin ich eigentlich nicht mit der Waffe ausgerüstet? Da würde ich mich deutlich sicherer fühlen. Und hier ist endlich Feierabend. Okay, dann gäbe es aber garantiert hier noch was, ne? Nein? Dann sollten wir vielleicht doch zurückkehren zum Paladin. Denn ich weiß nicht, warum er da immer noch steht. Dance? Sieh dir die Trümmer an. Ja, ich weiß. Schade, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Ja, und jetzt? Du, Dance, das wusste ich jetzt auch. Ach, jetzt geht's auf einmal weiter. Scheint, als hätten wir die Party verpasst. Das ist eine übereilte und dumme Einschätzung. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Synth? Bedeutet das nicht so viel wie Roboter? Sie sind ein Missbrauch von Technologie, erschaffen vom Institut. Ausgeburten, die die Menschheit verbessern sollen. Das ist nicht hinnehmbar. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas existiert. Hört sich an, als hättest du Angst vor Synths. Es besteht ein eindeutiger Unterschied zwischen Angst und fehlender Vorbereitung. So, gehen wir weiter. Na, also, gehen wir mal weiter hier. Ja, WB, Chris. Alter, wir sind hier gerade mit dem Paladin unterwegs. Mega. Der ist ein bisschen overpowered. Der ist ziemlich ruiniert. Aber ich sehe noch ein paar Schrottteile, die die Bruderschaft interessieren können. Ich glaube, ich habe schon alles mitgenommen. Muss ich den Ort für eine Bergungsmission freigeben?
Ja, mach das mal. Scheint eine Sackgasse zu sein. Ja. Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Ich habe da so eine kleine Theorie. Kann es nicht sein, dass wir genau das jetzt hier irgendwie öffnen können? Mit unserem lustigen Passwort? Die Frage ist nur... Aha. Gut, leider müssen wir das Passwort nicht selber eingeben. Wir haben es einfach gefunden und dann wird es automatisch reingeschrieben. Das heißt, dieser Zettel hier... Arrewa! Aber... Man kann sich ja aus Sicherheitsgründen mal sowas aufschreiben. Jetzt wissen wir, wird automatisch passieren. Das sind also diese Synths, von denen er geredet hat. Oh! Die scheinen ja auch anstrengend schon was auszuhalten, ey. So, erstmal... Ab auf den Torso. Okay, der ist tot. So machen wir das in der Bruderschaft. Alter. Okay, und ganz kurz eskaliert. Nice, die haben Fusionszellen. Oh, nice. Nehmen wir mit. Schön auseinandergeschossen, die Jungs. Fein gemacht. Ach, guck mal, da geht's ja noch richtig schön weiter. Ja, er kann ja ruhig mal ein bisschen Frostschutzmittel. Ich sammle mal hier ein paar Patronen, ne? Er kann ja ruhig. Vielleicht sollte ich ihm ja doch helfen. Okay, die halten definitiv was aus. Na toll, jetzt wollte ich hier so einen geilen Move machen mit Hochspringen und Knallen, aber... Oh shit, wir sind überladen. Wir sind mit der Mission leider noch nicht durch. Ach, jetzt habe ich wieder Putzmittel aufgenommen. Aber wir haben ja noch den Wauzi. Wir haben ja noch den Wauzi. Alles gut. Wir haben noch den Wauzi. Ist alles in Ordnung. Na komm. Das gibt's nicht. Ah, das gibt's doch nicht. Komm schon. Danke. Wie schön. So, wo ist der Wauzi? Da ist der Wauzi. Muss mal dringend mit dir reden. Du musst dringend mal ein paar Sachen nehmen. Irgendwas, was hier relativ schwer ist. Hier, nimm das mal. Den Kreuzschlüssel kannst du auch nehmen. Das Lasergewehr, das ist ja ziemlich nice. Aber das kann jetzt auch erstmal weg. Das Jagdgewehr. Das, was wir irgendwie gerade nicht brauchen, muss jetzt mal kurz weg. Laborkittel. Kann es sein, dass er auch noch eine... Ich habe ja eine Menge Schrott aus Versehen aufgesammelt. Aus Versehen und nicht aus Versehen. Der Terminator lässt grüßen. Ja, ich merke das schon. Oh ja, wir haben hier echt... Sag einmal, haben wir eine Menge. Heilige. Gott, haben wir viel Schrott mitgenommen. Okidoki. Sorry, dass ich dich vollmülle mit meinem Schrott, Wauzi, aber das passiert nun mal. Den Besten. Nukola-Flasche, scheiß drauf, wegen Glas. Aha, entsperren, Experte. Den Code kann ich nicht knacken. Dafür sind wir leider noch... Oh, was sehen wir denn da? Aha. Wir haben es entschärft. Es war irgendwie... Weiß nicht, ob das jetzt einfach so ging. Ach so. Das bringt uns vor allem recht gut was, ne? Reagenzen. Nehmen wir auch mal lieber mit. Stahl hinzugefügt. Okay. Cool. Kann ja gar nicht so schlecht gewesen sein. Was haben wir hier noch? Aha. Gebündelt. Oh, ein gebündeltes Gewehr. So, hier will ich nichts machen, ehrlich gesagt. Auch nix. Eine Leiter. So, so sehen Leiter aus. Meine Fresse, ey. So. Waffenbank. Dann nehmen wir mal noch alles mit, was wir finden.
Wir werden auf jeden Fall sehr viel Freude haben, wenn wir diese Mission beenden. Und erstmal wieder alles zurückbringen können. Du, ich setze mich hier gerade fest beim Erkunden. Ich weiß auch nicht, was du so treibst. Klebebandrolle? Nice! Und Mikroskop kann man vielleicht auch gebrauchen. Oh, freue ich mich auf den Tag, wo wir alles verkaufen können. Dann werden wir reich. Was ist das denn? Eine Spielzeugrakete? Das ist ein Mülleimer? Okay, das ist aber... Das ist ein Stealth Boy. Das ist das, von dem die ganze Zeit geredet haben, ne? Der Terminator. Yannick Vega, wann findest du eigentlich mal die Leiter? Leiter Hype, Leiter Pack. Leiterwitz wird niemals alt. Okay. Wo ist er eigentlich? Ist er hier hochgelaufen? Was ist los, Wauzi? Verdammt nochmal, ja. Nice, Teslas Forschung. Energiewaffen verursachen dauerhaft 5% mehr kritischen Schaden. Nice. Und wisst ihr warum? Weil wir es entdeckt haben. So, was hätten wir hier? Marsflug? Okay, wow. Als würde ich das jetzt alles durchlesen. Kann es sein, dass mein Kollege hier so ein bisschen Hilfe gebrauchen könnte? Ich glaube, ich helfe mal. Und toll. Genau in dem Moment, wo ich schieße, macht er es kaputt. Wow. Ganz toll. Zahlst du mir die eine Schrotmunition zurück? Und da finde ich sie. Haarklammerbox. Ja, warum nicht? Fünf Haarklammern, ist auch gut. Danke, Yannick. Ihr und euer Hype, ey. Unfassbar. Mann, das ist ein Riesengebiet. Also meckern kann man nicht, dass das hier irgendwie zu klein ist oder so. Und da ich ja nichts lieber tue als erkunden, ist das hier ziemlich, ziemlich nice. Freut euch auf den Tag, wo ich mit Morrowind anfange im Stream. Alter. Da ist Erkunden angesagt, du. Hör mir auf. Er ist runtergegangen. Ich wette, ich kann aber auch rüberspringen. Ah, warte mal. Warte mal. Trick 17. Hier laufen. Und darüber springen. Was wollen wir wetten, dass hier was ist? Ich hoffe, es ist klug. Was ich hier tue. Ganz ruhig, Brauner. Ich glaube, ich hätte hier auch einfacher... Was sind wir denn jetzt? Nee, ich brauche kein Telefon mehr. Oh, hacken, Freunde, hacken. Oh, nice, hacken. Okay, ich gebe mir maximal 5 Minuten dafür. Dann ist auch wieder okay. Ihr sucht nach den Klammern. Oh, ich sehe selber gerade eine Klammer. Guck mal. Hier. So, fangen wir mal an mit Snare. 0 Treffer. Weder S noch N noch A noch R noch E. Dann wäre zum Beispiel richtig Roman. 1 Treffer. Ja, toll. Das bringt mir nicht weiter. Wenn hier 1 Treffer auf jeden Fall stimmt, dann kann es schon mal Guide nicht sein. Pages kann es nicht sein. Ghost kann es auch nicht sein. Haupt könnte es sein. Nein. Dann ist das O nicht an dieser Stelle. So dass wir auf R, M, A und N achten müssen. Wie zum Beispiel bei Ahead. Was? Oh, wir sind schon wieder bei der Sperre? Scheiße. Fuck. Nein! Aber Ahead hätte es doch sein können. Scheiße. Okay, pass auf. Ganz ruhig. Ich krieg das System. Ist halt alles immer random, das heißt, man muss es wirklich erst skillen quasi. Und das ist gut. Nein, das ist keine Glückssache, man kann das alles, man kann es herauslesen. So, deswegen fangen wir an mit Hoped. Gibt keinen Treffer, also weder H, O, P, E oder D stimmen hier. Weshalb es auf jeden Fall schon mal nicht eins von denen sein kann. Wie wär's mit Lists? Na also.
So, wie gewünscht habe ich einen Bodensafe im Bereich der Rezeption einbauen lassen. So können Sie eingehende Lieferungen bezahlen und Wertsachen verstauen, bis sie an einen sicheren Ort gebracht werden können. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Probleme mit dem Safe oder dem Schließmechanismus haben. Das bedeutet, am Eingangsbereich der Rezeption ist irgendwo ein Bodensafe, den wir von alleine nie gefunden hätten. Aber dadurch, dass wir das jetzt geknackt haben, wissen wir das und können den finden. Und ich habe noch kein Stimpack seit sehr langer Zeit benutzt. Das ist korrekt, ja. Presse. Mir ist bewusst, dass unsere Ankündigung bezüglich des Marsflugprojekts großes Interesse bei den Medien hervorgerufen hat. Wenn Mitglieder der Presse um Stellungnahmen oder Interviews bitten, verweisen Sie bitte direkt an unsere PR-Abteilung. Versuchen Sie nicht, Fragen selbst zu beantworten und geben Sie keine Informationen zum Projekt heraus, sofern Sie nicht zuvor eine Genehmigung davor erhalten haben. Also das mit dem Bodensafe muss ich mir merken. Sollte ich nachher das Gebiet verlassen und ich habe nicht nach dem Bodensafe nachgeguckt, erinnert mich... Oh. Ach, das... Ach so. Das soll die Rezeption sein? Ich dachte, das wäre irgendwo am Anfang. Ja, den Bodensafe hätte ich wahrscheinlich auch noch ohne das Ding gefunden. Das Schloss kriege ich nicht auf. Und das kriege ich nicht mal auf. Na, tolle Wurst, ey. Super Sache, ey. Stand da nicht gerade was? Aha, hier haben wir noch was. Ach, guck mal, muss ich hier jeden Schrank immer selber anklicken? Ja, ist klar. Ja, toll. Also hier hätten wir runter, hier haben wir den Aufzug aufgemacht. Ich weiß nicht, wofür wir den Aufzug aufgemacht haben. Ich dachte, da würde vielleicht gleich etwas Spannenderes herauskommen, aber gut. Aber ich könnte ja mal ein Stimpack benutzen. Huch, das war die falsche Taste. Das können wir ja tatsächlich in der Tat mal tun. Der Triebwerkskern ist vor uns. Das dürfte unser letzter Halt sein. Okay. Nein, beim Computer stand ja nichts davon, wegen dem Safe. Das war außerdem, ne... Safe ist safe. Pass auf, wo du hintrittst. In diesem Bereich scheint der Strom ausgefallen zu sein. Das bedeutet, dass nur du Licht machen kannst, oder was? Haben wir irgendwas Interessantes? Nee. Seh dir das mal an. Die Gelehrten könnten sich hier ewig austoben. Okay, was kommt jetzt?